Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Setup-Tour von mir. Die letzte ist schon 2 Jahre her. Auf dem Tisch hat sich nicht allzu viel getan, aber im Detail hat sich dann doch schon etwas mehr getan. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil das möchte ich euch gerne zeigen. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr in die Kommentare eure Verbesserungsvorschläge schreibt. Sprich, was könnte man noch verbessern? Ich liebäugle noch mit einem dritten Monitor. Der wird wahrscheinlich auch kommen, aber ihr könnt mir ja auch generell während des Videos immer mal wieder eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wenn euch solche Videos gefallen, gerne ein Däumchen da lassen und ein Abonnement als Honorar für meine Arbeit. Jetzt fangen wir direkt an mit dem Setup. Ich wünsche euch viel Spaß. So, fangen wir an und zwar mit dem Stuhl. Das ist der Noble Chairs Epic. Der ist schon etwas länger auf dem Markt, hier in der Schwarz-Weiß-Kombination. Ich habe schon vor 3 Jahren ein Video zu diesem Noble Chairs gemacht. Wobei ich sagen muss, er ist halt dieses Jahr immer noch der beste Gaming Chair, in meinen Augen auf jeden Fall. Ich habe den jetzt schon 3 Jahre im Einsatz und kann einfach nur sagen, einen besseren Gaming Stuhl gibt es für meine Ansprüche definitiv nicht und für die meisten von euch auch nicht. So, schauen wir uns das Ding mal näher an. Wir haben ein Kissen, wir haben auch noch ein Lordosenkissen, wer das möchte. Ich habe es jetzt abgenommen, weil es mich stört. Und die Sitzfläche ist relativ hart, aber auch nicht zu hart. Das heißt, wenn sie hart ist, ist es einfach vorteilhaft für lange Gaming-Sessions. Sprich 4 Stunden aufwärts, man spürt was. Aber auf dem alten, beziehungsweise auf dem Gaming-Stuhl für 150 Euro, spürt man halt davon schon deutlich mehr nach einer kurzen Zeit. Und das ist wirklich auf Langlebigkeit ausgelegt. Und man sieht auch, die Verarbeitungsqualität ist einfach top. Nach 3 Jahren ist da noch gar nichts passiert. Die Funktion bietet alles. Eine 4D-Armlehne, vorne, hinten, hoch, runter, seitwärts und seitwärts klappen. Somit ist jede Funktion, die man sich vorstellt, definitiv gegeben bei diesem Gaming Chair. Also, wir fangen an mit meinem Lenkrad. Alt, 2008er Baujahr, glaube ich, ist das. Das ist ursprünglich für die PS3 angedacht gewesen und deswegen funktioniert die Hälfte des Lenkrads bei mir nicht mehr. Ist mir aber relativ egal, hoch und runter schalten kann ich weiterhin über das Lenkrad und die nötigen Befehle, die ich benötige, gehen auch alle über das Lenkrad. Ist in meinen Augen ein super Lenkrad, hat mich nicht viel gekostet, habe ich von einem Kollegen gekriegt. Dankeschön nochmal, dass du mir das so günstig gegeben hast. Finde ich wirklich gut. Heutzutage würde ich es natürlich niemandem mehr empfehlen zu kaufen. Das ist ein Logitech Driving Force. Aktuell würde ich einem empfehlen das G27 und auch natürlich das G29. Lenkrad fehlen natürlich noch die Pedalerie. Die sehen ihr hier unten ohne Kupplung, ohne Haarschaltung. Ganz normal, klassisch Bremse und Gas, wie es beim Automatik normal ist. So, was als YouTuber, aber auch generell bei niemandem fehlen darf, wenn man online zockt oder auch Videos produziert, ein standesgemäßes Mikrofon. Das ist das Auna Mic 900B. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für 80 Euro, das habe ich vor 4 Jahren mal gekauft. Und muss ganz, ganz ehrlich sagen, das ist ein so gutes Mikrofon. Könnt euch gerne natürlich Videos von mir anschauen. Da hört ihr dieses Mikrofon. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich Top-Qualität für den Preis. Und vor allem, es ist ein USB-Kondensator-Mikrofon und sprich kein XLR-Mikrofon mit Verstärker, was natürlich immer noch besser klingt. Aber für 80 Euro kann da wirklich keiner was sagen. Und das gibt es heute noch und ich würde es jedem immer noch empfehlen. Ein passender Kopfhörer darf auf keinen Fall bei einem guten Mikrofon fehlen. Und das ist ein Studio-Kopfhörer und zwar von der Marke Beyer Dynamic DT 990 Pro ist das Modell. Mit einem 250 Ohm Widerstand bietet das den optimalen Klang in allen Bedingungen. Dies ist ein offener Kopfhörer, sprich man hört alles, was außen gesprochen wird. Ein Zuhörkopfhörer empfinde ich als sehr unangenehm, weil ein gewisser Unterdruck stattfindet. Deswegen sind die für mich das perfekte Ding. Und an sich muss ich auch sagen, ich bin generell recht zufrieden. Wo sie ab und zu mal Probleme haben, sind hier am Anschlussteil. Und da muss man halt leider dann einen neuen Kopfhörer kaufen. Kostet 150 Euro. Ich musste jetzt in 5 Jahren bzw. 6 Jahren ein neues Headset kaufen. Also ist es okay. Man muss es sich natürlich leisten können, aber vom Klang her sind die optimal. So, 250 Ohm bedeutet auch Verstärker, weil sonst kriege ich nicht die perfekte Lautstärke hin. Der kommt von Soundblast bzw. von Creative und heißt Soundblaster Omni mit 5.1 Surround Sound
Unterstützung. Hat 70 Euro gekostet, 6 Jahre ist es her und es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. So, also kommen wir zur Maus und zur Tastatur. Fangen wir mit der Maus an. Ganz handelsüblich eine ganz normale Gaming-Maus von Razer. Die Ballistic Ascension hat 50 Euro gekostet. Musste ich notgedrungen kaufen, weil meine Zoe BenQ-Maus einfach den Geist aufgegeben hat nach 4 Jahren. Und ich wollte keine neue kaufen. Beziehungsweise ich wollte eine, aber das war dann nicht möglich, weil es Samstagabend war und ich habe eine Maus gebraucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Maus erfüllt definitiv ihren Zweck. Sieht besser aus als die BenQ-Maus und lässt sich für mich perfekt anfassen. Reicht mir auch super. Hat RGB, hat auch genügend Tasten. Wir haben hier zweimal Normaltasten und hier noch eine Zusatz-Makro-Taste. Hier kann man DPI verändern. Ganz normales Mausrad. Mehr gibt es über diese Maus nicht zu erzählen. Kommen wir zur Tastatur. Die besitze ich auch derweil jetzt schon knapp 3 Jahre. Das ist die Corsair Strafe RGB mit Cherry MX Silent Switches. Und das ist in meinen Augen was sehr Besonderes, weil diese Tastatur eine mit der leisesten auf dem Markt ist. Was ich an dieser Tastatur absolut liebe, sind diese Tasten, die grau sind. Wenn man seitlich hingeht, dann sieht man extrem gut, dass die Finger da sauber drin liegen, weil die sind perfekt für die Finger angepasst. Und somit rutsche ich auf diesen Tasten nicht rum, wenn ich leicht schwitze. Und ich komme auch nicht von diesen Tasten ungewollt ab. Und das finde ich wirklich sehr gut und kann diese Tastatur nur weiterempfehlen. Klar, es gibt schon neuere Tastaturen, die mehr bieten für den Preis. Deswegen müsst ihr da selber entscheiden, was ihr haben wollt. So, zum Mauspad. Das ist das Speedlink ATX. Das ist ein 1 Meter x 50 cm Mauspad. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Habe das auch schon 2 Jahre lang, kostet 25 Euro. Und ich bin einfach ein riesiger Fan davon, wenn das Mauspad so groß ist. Sprich, wenn Tastatur und Maus abgedeckt ist. Somit kommt es nicht vor, dass ich mit der Maus vom Mauspad runterkomme bei einer schnellen Mausbewegung. Und es ist einfach auch wärmer als so ein Tisch, beziehungsweise ein Holztisch. Ja, ist jetzt halt in meinen Augen nicht das Optimale zum Zocken, deswegen so ein großes Mauspad. So, kommen wir zu den Monitoren. Erster Monitor habe ich gerade vor 1 Monat ein Video veröffentlicht. Der beste Gaming-Monitor 2021. Und das ist der AOC 24G2U. Der Monitor ist in meinen Augen der beste Gaming-Monitor. Klar, warum hätte ich sonst das Video gemacht? Ich habe auch vor einer Woche ein Video veröffentlicht und zwar der alte BenQ Zoe Monitor, sprich der eSport Monitor, gegen diesen hier. Spoiler vorweg, wer errät, welcher ist besser, schreibt es in die Kommentare bzw. schaut das Video an. Dieser Monitor bietet alles: 144 Hertz, 4 Millisekunden Input Lag und AMD FreeSync Premium. Und das ist wirklich für mich eine sonderbare, tolle Sache. Deswegen ist das ein super Monitor. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil ein riesen Farbspektrum dieser Monitor hat. 126% im sRGB-Umfang und 108% im Adobe-Umfang nach dem neuen Zyklus-Messprotokoll. Das ist wirklich wahnsinnig. Und dieser Monitor sieht von außen einfach aus wie ein Monitor, meiner Meinung nach, 2021 aussehen soll. Schlank und vor allem ganz, ganz dünne Displayränder. Mit einem ordentlichen Panel, 144 Hertz, sagt normalerweise TN-Panel aus. Nein, IPS-Panel. Zum zweiten Monitor, das ist ein Samsung-Monitor, den habe ich vor 6 oder 7 Jahren mal gekauft. 27 Zoll, 1080p, IPS-Panel. Mehr gibt es zu diesem Monitor nicht zu sagen. Ganz kurz und bündig, ich weiß nicht, ob ihr den noch kaufen könnt. Vom Farbspektrum her ist er okay, nichts Gravierendes, aber ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Kommen wir zum, der PC hat einen Ryzen 5 2600 übertaktet auf 4,1 GHz, Basistakt 3,6 und eine GTX 1070 Ti als Grafikkarte. Meine Augen könnte man natürlich jetzt dieses Jahr aufrüsten anfangen, falls mal wieder Grafikkarten verfügbar sind. Durch den Mining-Hype sind ja zurzeit extrem wenig Grafikkarten zu kaufen. Und deswegen wird das wohl auch ins Wasser fallen. Ich hoffe, dass am Ende dieses Jahres mal endlich wieder ein paar Grafikkarten zu holen sind. Ja, ansonsten habe ich noch nachgerüstet, was noch nicht im Video gesehen habe. Eine Cooler Master, Master Liquid 125 mm, glaube ich. Oder 140, bin mir nicht ganz sicher. Die habe ich nachgerüstet, hat 60 Euro gekostet.
und somit habe ich auch die Temperaturen dann von der CPU in den Keller getrieben. Das Video zu meinem PC könnt ihr auf meinem Kanal finden, das ist circa vor 2 Jahren gewesen, und dann schaut euch gerne das Video an, falls euch der Computer noch weiter interessiert. So, was natürlich unterm Tisch auch noch eine wichtige Rolle spielt, wenn man sich das Video von vor 2 Jahren anschaut, Kabelmanagement. So, herrlich. Ja, ein Kabelkanal und natürlich noch die Kabel jeweils mit Klebeband bzw. Isoband weißem abgeklebt, dass das umso weißer einfach aussieht, umso cleaner aussieht. Und hier unten habe ich eine weitere Tischplatte. Ihr seht es gerade, da geht auch das Headset rein, da ist auch der Soundverstärker drin. Und hier sind alle Kabel von Monitoren etc. etc. drin. Ihr seht es, das ist alles voll. Aber man sieht halt von unten nichts. Und das ist wirklich halt der Knackpunkt an der ganzen Sache. Sieht einfach clean aus. Die Steckdose hängt hinterm Balken, somit sieht man die auch nicht. Und ich bin schon relativ zufrieden damit. Was habe ich noch gemacht? Hier mein LAN-Kabel durch die Wand gebohrt, nichts Spektakuläres, Kabelkanal gezogen, auch mit Isoband, dass es anständig aussieht, weil vorher war da einfach ein grünes Kabel. Das hat jetzt in meinen Augen nicht so sonderlich gut ausgesehen, bin ich ganz ehrlich. Und mehr gibt es eigentlich nicht über mein Setup zu sagen, weil mehr gibt es nicht. Anregungen gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Und lasst auch gerne ein Abonnement da für meine Arbeit. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.